So, hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Projekt. Wir spielen mal eine Runde Dead Space. Also wahrscheinlich mehr als eine Runde, aber ne? Dead Space. Das ist für mich, sagen wir, komplett neu. Also, ich habe mir schon mal ein Let's Play davon angehört. Aber das ist auch schon einige Zeit her. Und ich kenne ein oder zwei der Filme, das weiß ich nicht genau. Also auch der geschichtliche Hintergrund ist vorhanden, aber jetzt selber das Spiel habe ich maximal auf der Xbox angezockt und auf Computer und Xbox ist ja doch noch ein ganz schöner Unterschied. Isaac, ich bin's. Ich wünschte, ich könnte mit dir reden. Es tut mir alles so schrecklich leid. Ich wünschte, ich könnte mit irgendjemandem reden. Alles bricht zusammen. Es ist kaum zu glauben, was hier vor sich geht. Ist schon seltsam. So ein kleines Ding. Wie oft hast du dir das schon angesehen? Sie scheint dir wirklich zu fehlen. Keine Sorge, wir sind fast da und sobald wir an Bord sind, kannst du sicher nach ihr sehen. Hört sich an, als hättet ihr eine Menge nachzuholen. Okay, wir sind da. Orbit wird synchronisiert. Der ganze Ärger wegen dem Felsbrocken. Der Abbau von Rohstoffen im All ist ein lukratives Geschäft, Miss Daniels. Glaubt man den Experten, gibt es auf Aegis 7 massig Gold, Kobalt, Silizium, Osmium. Und wo ist sie jetzt? Ah, da. Wir haben Sichtkontakt. Das ist also die Ishimura. Beeindruckend. Die USG Ishimura. Das größte Abbauschiff seiner Klasse. Und scheinbar waren sie schon fleißig. Warum ist denn alles dunkel? Man sieht nicht ein einziges Licht. Corporal, bringen Sie uns weiter rein und rufen Sie sie. Passen Sie auf das Trümmerfeld auf. Wir sind hier, um Ihr Schiff zu reparieren, nicht unseres. USG Ishimura, hier spricht das Notfallteam der USG Kalyan in Antwort auf Ihren Notruf. Bitte kommen, Ishimura. Sie müssen das Signal verstärken wegen des Energieproblems. Ja, wissen wir. Signal verstärken. Noch mehr? Ich habe noch nie von einem kompletten Kommunikationsausfall auf einem der Dinger gehört. Bei 1000 Leuten an Bord müsste doch irgendjemand sein Handy nehmen und... Was ist das? Ein defektes Array, wie wir erwartet haben. Ich tippe auf ein Problem mit dem Encoder. Bringen Sie uns da runter, dann kümmere ich mich mit Isaac darum. Dürfte nicht länger dauern als 48 Stunden. Sie haben die Lady gehört. Bringen Sie uns rein, mal sehen, was wir tun können. Gravitationsstrahl aktiviert. Automatisches Undock-Manöver eingeleitet. Verfluchte Scheiße! Sir, die Undock-Pro... Was ist los? Wir sind ab vom Kurs, wir rammen die Hülle! Fahren Sie die Schilde hoch! Ihr Traktorstrahl ist defekt. Schalten Sie sofort auf manuell um. Im Magnetfeld sind Sie irre. Sofort abbrechen. Nein! Wir können es reinschaffen. Corporal, das war ein Befehl. Das Feld ist zu stark! Sind alle okay? Zum Henker haben Sie sich dabei gedacht, wollten Sie uns alle umbringen? Ich habe soeben Ihren Arsch gerettet, Miss Daniels. Hätten wir das Manöver bei der Distanz abgebrochen, wären wir direkt in die Ishimura gekracht. Kommen Sie also wieder runter und dann an die Arbeit. Corporal, erstatten Sie Bericht. Der Portbooster reagiert nicht. Und wir haben den Autopiloten mitsamt Kommunikation verloren. Wird eine Weile dauern, das zu reparieren. Organisieren wir uns noch ein paar Helfer im Besatzungsraum. Halt still, Isaac. Ich synchronisiere gerade alle Rigs mit dem Schiff. Okay, fertig. Alle sind topfit. Also, wir haben immer noch einen Job zu erledigen. Es geht los.
Yeah, es geht los. Gott, steuert er sich durch Rennen bewegen Sie sich schneller. Ja, das war nicht rechts. Sie haben nicht die Verbindung zum Portbooster verloren, Sie haben den Portbooster verloren. Unglaublich. Ich schätze, hier ist nirgendwo mehr Saft. Isaac, gehen Sie darüber und hacken Sie die Türsteuerung. Okay, mach ich. E-Schalter benutzen. Freigeschaltet, verschlossen. Geöffnet. Oh, was ist das? Ich kann es noch nicht kaputt machen. Sieht aus, als wären sie ziemlich in Eile gewesen. Hier drin sollte Sicherheitspersonal sein. Ja, sollte, ist aber nicht. Hier ist keine Menschenseele, ich empfange keinerlei Signale. Die Sicherheitskonsole ist noch aktiv. Isaac, loggen Sie sich ein und sehen Sie nach, was Sie finden kann. Kendra, Sie bringen den Aufzug wieder zum Laufen. Geht nicht, wir haben keinen Saft. Dann leiten Sie die verdammte Energie um! Hören Sie. Wenn wir alle zusammenarbeiten, kommen wir schneller hinter diese Sache. Kommen Sie, Isaac. Wir bringen das Computerdisplay online. Lokalisiere. Wie? Ah. Das sieht komisch aus. Ketchup-Schlacht? Vielleicht. Das sieht nicht gut aus. Sie ist ganz schön ramponiert. Das Monorail-System ist offline. Wird schwierig, sich hier zu bewegen. Die Luft scheint wieder zu zirkulieren. Wäre ja mal ein Anfang. Was zum Teufel war das denn? Die automatische Quarantäne muss ausgelöst worden sein, als das Filtersystem wieder angesprungen ist. Also ganz locker bleiben. Was war das? Haben Sie das gehört? Ich bin mir nicht sicher. Was zum Teufel? Scheiße, irgendwas ist hier mit uns im Raum. Trish, machen Sie das Ding alle! Kendra, Energie! Kendra! Komm schon. Komm schon, ja! Alter, verschwinden Sie da! Die Türen sind offen, weg hier! Das ist eine gute Idee. Die Türen sind nicht offen. Ich meinte die Tür. Die Taste war spannend. Der hat seinen Arm hier vergessen. Man sollte seine Körperteile nicht irgendwo rumliegen lassen. Ja, das Ganze ist ja eigentlich ein Horrorspiel, nur reagiere ich sehr seltsam auf Horrorspiele. Deswegen habe ich mich auch schon relativ lange auf dieses Spiel oder auf mein erstes Horrorprojekt, sagen wir mal, gefreut.
Cut off their limbs. Zielmodus, schießen, nachladen mit R. Okay, kann ich. Ja, Leertaste ist ein Aggressionsstufe. Das ist aber nicht gut, Beine sollten nicht so leicht abgehen. Kleingeld, ja! Ich war nochmal alternativ feuern. Hier haben wir nachladen. Ganz schön träge die Maus, wenn man anvisiert. Geht's dir gut? Und jetzt? Und jetzt? Ich habe ihn nicht mal getroffen, das Bein ist trotzdem auf. Nachdem sich die Maus im Menü benommen hat wie eine betrunkene Maus. Nicht wie sich. Gesundheitstaste Q. Sehr gut. Habe ich mir lieber erstmal auf leicht gestellt. Habe ich lieber erstmal auf nicht so sensibel gestellt, aber ich glaube, das muss ich noch ändern. Hier spricht Benson. Alle mal herhören. Sie benutzen die Lüftungsschächte. So bewegen Sie sich durch das Schiff. Bleibt weg von den... Achtung! Zurück! Zurück! Seht ihr, wie schnell die Maus hier ist? Deswegen mein Bedenken. Aber im Spiel ist sie halt echt träge. Und Zielmodus. Sekundär ist Leertaste. Ah, okay. Annehmen, Backpack. Ja, das ist doch viel besser. Jetzt kann ich mich sogar bewegen mit der Maus. Ja! Dachte ich eben nicht. Isaac? Isaac! Gott, kaum zu glauben, dass du es geschafft hast. Isaac, da war noch mehr auf dem Weg hierher. Sind sie okay? Mehr was? Was zum Henker sind das für Dinger? Ist das die Crew? Schreien Sie nicht so. Was immer es ist, die sind nicht zum Plaudern hier. Und die Hälfte der Türen ist wegen der Quarantäne verriegelt. Wir müssen jetzt zur Brücke, aber dafür müssen wir erst das Monorail-System reparieren. Sie sind doch irre, Hammond. Sie werden uns alle umbringen. Wenn Sie auf mich hören, werde ich Sie hier rausbringen. Also, was ist jetzt mit der Monorail? Die mache ich gerade kaputt. Die Platine ist durchgeschmort, aber im Wartungssektor sollten wir Ersatz finden. Der Tunnel wird außerdem von einer defekten Monorail blockiert, die repariert werden muss. Mist, alles ist auf der anderen Seite der Quarantäne. Wir kommen nicht hin. Nein, wir nicht. Aber Sie, Isaac, wenn ich auf der Brücke bin, sollte ich Zugriff auf die Personalakten haben. Reparieren Sie die Monorail, dann helfe ich Ihnen, Nicole zu finden. Mach das mal. Nutzen Sie den Kartenbildschirm, um Einsatzziele und wichtige Orte zu checken. Ich kann die Aufgabe ändern. Okay. Kann ich noch nicht ändern. Verfahren. Papi? Da muss ich lang gehen. Gehe ich erstmal in die andere Richtung. Stampf. Stampf. Oh, da liegt was. Nein. Hey, Typ. Ah, eh.
Bin voll den Kopf weggeboxt. Nee, ich glaube, der droppt nichts. Ah, eine Speicherstation. Speichern! Ja, so reagiere ich auf Schocker. Das war eigentlich so eine Situation, wo man sich erschrecken soll. Ich spreche Benson von der Monorail-Technik. Wir haben was rausgefunden. Smith hat einen umgelegt. Es hat keinen Zweck, auf ihren Körper zu schießen. Ihr müsst die Gliedmaßen abschneiden. Schnappt euch einen Cutter oder sowas und dann zerlegt sie. Okay, mach ich. Das wurde uns jetzt zum dritten Mal gesagt. Hey, toter Typ. Hast du was für mich dabei? Nein? Seien Sie vorsichtig, Isaac. Es bringt nichts, wenn Sie auf die Körper schießen. Ziehen Sie auf die Gliedmaßen. Zerstückeln Sie sie. Das sollte funktionieren. Wenn Sie gegenseitig was abtrennen, sparen Sie Munition und erlangen zusätzlichen Schaden. Wenn Sie Gegner Gliedmaßen abtrennen, sparen Sie Munition und bewirken mehr Schaden. Really? Das wurde uns jetzt insgesamt 5-mal gesagt. Ich glaube, das ist wichtig. Mit C schieße ich das Ding ab. Okay. Die Tür scheint nicht zu funktionieren, Isaac. Versuch mal das Stase-Modul, das du gerade aufgehoben hast. Woher weißt du, dass ich gerade ein Stase-Modul aufgehoben habe? C. Ah, ich muss anvisieren und C drücken. Das erklärt natürlich die Probleme. Stase. Nee, wir können speichern. Warte. Ah, 16 Minuten. Wir haben noch ein bisschen. Ja. Aber nicht mehr viel. Sehr empfindliche Steuerung. Könnt ihr eventuell das Licht wieder anmachen? Es ist gerade ein bisschen dunkel gewesen. Ah, ich soll hier rein. Oder ich soll doch hier rein. Nein? Dann nicht. Trotzdem einmal die Klos checken. Ah, ich soll hier durch die Tür. Dein Stase-Modul sollte dir bei dem Arm-Mechanismus helfen. Und jetzt schnell rüber auf die andere Seite. Oh, das ist jetzt aber unpassend. Ah, du lebst doch, oder? Defekter Monorail-Waggon wird ersetzt. Bitte warten. Du hast es geschafft. Die Monorail hat das gesamte System blockiert. Wenn du den Computer wieder online hast, kannst du die Monorail aus dem Kontrollraum rufen. Je schneller, desto besser.
Ich höre da draußen was rumkriechen. Ja, ich habe hier was rumliegen, was rumgekrochen ist. Hey, Typ! Kopf, Stampf. Das war ein Kampfverlauf. Kopf, Arm, Stampf. Okay, Waggon 8 ist kaputt. Wir haben ihn 20 Pro geschafft, aber jetzt ist der Verlader hinüber. Ich brauche hier unten so ein Startmodul. Wenn das Zeitlinge von den Schiffen kriegen, wird es das ganze System lahmlegen. Ding, ding. Und er. Gut, ich höre, wie mein Handy aufschreit, dass ich doch endlich Pause machen soll. Stasemodul. Bis jetzt ist es zwar ziemlich einfach, aber ich habe auch ziemlich wenig Leben. Energieknoten. Mitnehmen. Erstmal alles mitnehmen. Dann würde ich mal sagen, ich mache hier einen Schluss. Und ja, wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.